So, hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen kleinen Folge von Let's Play Stardew Valley. Wir befinden uns an der Freitagsfolge, das heißt, das Wochenende steht kurz vor der Tür und damit auch die Halbzeit meiner Aufnahmesession. Da werde ich dann eine kleine Pause machen müssen. Mal schauen. Ich nehme ja jetzt zwei Wochen immer auf einmal auf, ne? Also das dürft ihr nicht vergessen. Wir befinden uns am Anfang des Sommers. Oh, da war ein Erdbeben in der Nacht. Okay. Was hat das jetzt für mich zu bedeuten? So, schauen wir mal hier, was hier gesagt wurde. Die Königin der Soße ist wieder da. Stir-Fry können wir bereits machen. Ist also alles gut. Wetter ist für morgen klar und sonnig. Okay, mehr brauche ich jetzt aktuell nicht zu wissen. So, was ist hier? Pitonzo, das ist sehr... Pitonzo, das ist sehr... Ja, niedrigend. Ich habe meine... meine lilanen Glücksshorts verloren und ich sage dir das, weil ich denke, ich kann dir vertrauen. Wenn du sie findest, bring sie zu mir zurück. Diskret. Ich werde dich sehr gut bezahlen. Danke, der Bürgermeister Louis. Ja. Verlorene Unterhosen. Okay, ich weiß die Lösung dieses von davon, ehrlich gesagt schon. Aber ich will natürlich auch nichts vorwegnehmen. Für die Leute, die es hassen, gespoilert zu werden. Deswegen würde ich sagen, kümmern wir uns hier mal ein bisschen erstmal um die Pflanzen. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Das wollen wir natürlich, das Gerät dazu. Hier ist es. Die Angel schmeiße ich mal rein, weil ich denke, wir werden heute nicht angeln gehen. So, fangen wir hiermit an. So, wir haben 2000 Gold haben wir zur Verfügung. Das heißt, wir werden ein bisschen was kaufen können. Oh. Und wenn es nur die eine Tomate ist, tatsächlich. Die eine Tomatenpflanze. Ja, dauert es natürlich lange, bis wir das alles gegossen haben. Ist natürlich logisch. Hat einfach damit zu tun, dass es einfach verdammt viele sind. Aber ihr werdet es mir danken, Freunde. Denn wir werden dadurch einen riesen Gewinn machen. Oh. Und dadurch werden wir uns ganz viele neue tolle Sachen kaufen können. Wir werden zum Beispiel ein Haus-Upgrade kaufen können. Worauf ich mich schon sehr freue. Wir können dann effizienter in der Mine arbeiten. Weil wir uns dann Pausenbrot machen können. Für die Mine eben. Wir können, was können wir noch? Wir können uns eine neue Angel kaufen zum Beispiel, um bessere Sachen zu fangen. Ja, zum Beispiel. Oder was können wir denn noch machen? Ja, wir können unser letztes Inventar-Upgrade kaufen. All diese tollen Sachen. Und das nur, weil wir hier eine riesengroße Feldstruktur angelegt haben. Es gehört dazu, nicht wahr? Stardew Valley ist nicht umsonst ein Farming-Simulator. Ganz im Zeichen von Harvest Moon. Okay, Freunde in der Nacht, dann wird es Zeit, mal ein bisschen einzukaufen. Vielleicht kriegen wir die ersten 25 sogar schon her. Also Chilis, meine ich. Ich schau mal ganz kurz. Kann man hier noch irgendwas reinschmeißen? Nein, leider nicht. Dann tun wir die raus und die hier rein. Sortieren wir es ein bisschen. So, passt. Und das tue ich jetzt mal in die zweite Reihe. Das hier rein. Ach, die tun wir mal wieder in die Werkzeugkiste. Brauchen wir jetzt nicht mehr für heute. Oder doch, vielleicht brauchen wir es schon noch, aber erst später. So, also gehen wir mal zurück zur Stadt, zu Pierres Laden. Wir müssen dort ein paar Sachen einkaufen. Eine Tomatenpflanze zumindest. Und da können wir dann ganz ehrlich, die Tomaten, die können wir dann sogar aufheben. Na, dann können wir da ein paar bisschen mehr damit zum Kochen benutzen. Kann man sich ja ganz tolle Sachen machen. Und schon wieder ist eine Quest angeschrieben. Slay 6 Green Slimes in the local mine. Akzeptieren wir mal. Wir werden zwar heute eh nicht in die Mine gehen, aber vielleicht morgen. Oh, wir haben Mittwoch. Okay, vielleicht gehen wir doch in die Mine. Dann gehen wir doch heute in die Mine, weil wir heute eh nicht mehr einkaufen können. Schade. Habe ich glatt vergessen. Moment. Vielleicht kriegen wir ja ein paar Zufallsseeds. Oh ja, kriegen wir sogar. 2 Stück. Nice.
So, schauen wir mal bei Emily vorbei. Und quatschen mal mit ihr. Na, die gute Emmy, die hockt da oben wahrscheinlich wieder in ihrem Zimmer. Na, wie geht's? Boah, wir haben 6 Herzen mit ihr. Ach du großer Gott. Das ging aber schnell, Freunde. Es regnet nicht viel im Sommer, nicht wahr? Das heißt einfach, das heißt für dich, mehr, dass du mehr gießen musst, nicht wahr? Oder genießt du das sonnige Wetter? Ja gut, wir genießen natürlich das sonnige Wetter. Ja gut, wenn ich jetzt wüsste, wie wir das neue Herz-Event triggern können, dann würde ich das glatt mal tun jetzt. Zeitnah. Moment, ich schau mal geschwind. Oh. Moment, ich habe noch eine Idee. Moment, ich schau mal ganz geschwind, ob wir ein paar Spiceberries finden. Wow. Ja, ich... Finden wir noch eine Spiceberry? Ich möchte gerne mal ein... Oh, hier könnten wir auch noch mal schauen. Ich will meinen Satz endlich jetzt mal zu Ende sagen. Ich möchte gerne mal schauen, ob wir vielleicht ein weiteres Bundle abschließen können. Selbst wenn es nur ein kleines ist, nicht wahr? Weil mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir kommen einfach Stück für Stück voran, wenn wir auch die kleineren Dinge zuerst mal abschließen. Und kommen dadurch dann einiger neuer Features, zum Beispiel einem kleinen Gewächshaus, immer näher. So, hier wächst ein Bäumchen. Das wollen wir nicht. Nein, 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 das will ich nicht. So, ja, ich weiß, ich wollte gerne in die Mine gehen, aber... Naja, das lohnt sich erstmal noch nicht. Weil wir ja erstmal das Zeug hier... Ich möchte erst das Zeug loswerden, möchte die Random Seeds anpflanzen und dann gehen wir mal ganz schnell noch einmal eine Runde in die Mine, in der Hoffnung, dass wir vielleicht mal Silber kriegen, Eisen kriegen. Oh, Moment. Habe ich da was gesehen? Ich habe was gesehen, Freunde. Ach, du großer Gott. Dann hat das Erdbeben hier oben tatsächlich das Ding aufgemacht. Ja, nice. Ja, ich ernte mal hier ein bisschen ab, ne? Weil ihr wisst, ich bin immer noch auf der Suche nach Random Seeds. Das wisst ihr ja. Da, es sind schon wieder welche. Sehr geil. So, hier oben ist nochmal eine Ladung. Huch, was ist das? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay. Ich nehme an, das müssen wir erst noch freischalten. Okay, da ist nichts mehr zu holen. Und das ist auch was Nettes, was Interessantes. Ich weiß noch nicht, was es bringt, ehrlich gesagt. Aber okay. So, schauen wir mal mit der Spitzhacke ein bisschen hier rum. Obwohl, wir wollen die Energie ja aufsparen. Dann schauen wir ein andermal hier mit der Spitzhacke rum. Gehen jetzt mal zurück zur Farm. Und pflanzen endlich die 3 Random Seeds an, die wir hier haben. Okay, also das Erdbeben hat hier oben das übrigens wieder aufgemacht. Wollte ich nur noch mal gesagt haben. Das heißt, man kann jetzt da oben hingehen. Aktuell bringt es uns noch relativ wenig. Aber später kann uns das wirklich sehr viel bringen. So, bist du? Silber schon wieder. Na gut. Okay, Fridolin schläft dort oben. Der faule Hund. Und dann würde ich sagen, wir haben den noch dabei. Okay, sehr gut. Das heißt, ich lege hier oben mal 3 Felder an. Hier halt dann eben. So, 3 Stück. Und da pflanzen wir jetzt die hier an. Ich bin ein Idiot. Ich wollte eigentlich, ich wollte das hier dazwischen tun. Naja, egal. Hilft als nichts. Wir haben es jetzt schon dran gepflanzt. Ist halt dann, müssen wir beim nächsten Mal aufpassen. Das heißt, ich muss das tun. Okay, was haben wir jetzt hier drin? Haben wir eins davon drin? Okay, dann können wir das verkaufen. Sehr gut. Machen wir das glatt mal. So.
hier können wir das hier reinschmeißen, das hier und das hier. Das hier und ja, das hier nicht. Okay. Ja, dann verkaufen wir die zwei Pearl Peas hier auch noch. Sweet Peas, nicht Pearl Peas. Wie komme ich auf Pearl Peas? Ich weiß es nicht. Dann fülle ich mal die Gießkanne auf. Obwohl, nee, das erstmal gießen wir hier. Hier natürlich. So. Jetzt füllen wir auf. Und dann schaue ich mal nach drüben, ob vielleicht ein bisschen Erz gespawnt ist. Und wenn dem nicht so ist, dann gehen wir in die Mine. Na, dann wisst ihr Bescheid, dann gehen wir in die Mine. Versprochen. Und es ist ein bisschen Erz gespawnt. Das heißt, man aber, wir gehen nicht in die Mine. So. Guti. Wir gehen doch in die Mine. Habe ich jetzt beschlossen. Ich weiß, ich bin heute ein bisschen sprunghaft, was das angeht. Wächst ganz gut, das Gras hier unten. Darf auch weiter wachsen. Also, Mine ruft. Obwohl, wir haben es ein bisschen spät dafür schon. Das ist eine Sache, die gehen wir dann am morgigen Tag an, tatsächlich. Ja, also das verspreche ich euch jetzt hiermit. Morgen, ne, am neuen Tag dann in Stardew Valley. Da gehen wir dann in die Mine. Was wir heute stattdessen machen, wir gehen uns mal ein bisschen um hier hinten kümmern. So, erstmal das ganze Gemüse hier weg. Braucht ja keiner. Okay, so, haben wir hier noch ein bisschen was? So. Dann würde ich sagen, dann gehen wir hier das nochmal an. Den Baum säbel ich dann trotz. Also die Bäume desselben wäre jetzt auch nochmal um. Ne, wir verbrauchen jetzt die Energie für heute. Und dann schauen wir mal, was der morgige Tag so mit sich bringt. Wir brauchen auch dringend wieder Sap tatsächlich. Hier. Nicht ins Wasser. So, ich hoffe, wir werden jetzt nicht langsam, weil wir erschöpft werden. Doch, wir werden langsam, weil wir erschöpft sind. Mist. Okay, ich hoffe, es hat sich gelohnt. Großer Gott. Der arme Mann pennt gleich weg. So, die vier Random Seeds hier, die pflanzen wir dann morgen an. Schadet ja nicht. Ne, wir haben ja noch Anfang des Sommers, das heißt, egal was es wird diesen Sommer noch werden. Deswegen ist es in Ordnung, tatsächlich. Okay, ich würde ganz gerne noch ganz schnell das Inventar ausmüllen hier. Zu den Glühwürmchen hier. Schön. Das hier alles rein. Das hier auch rein, das auch. Und die sowieso. Die da noch. Das passt. Der morgige Tag, Freunde, der steht da tatsächlich. Ja, Entschuldigung, da war ich ganz kurz mal wieder in einem kleinen Hustenpäuschen. Level 3 Mining, plus 1 Pickaxe Proficiency, New Cooking Recipe, Miner Strat. Ja, nice. Wir können also jetzt einen Lolli herstellen. So, 200 Gold haben wir gemacht. Wenigstens ein bisschen was. Wir haben den 4. des Sommers im Jahre Nummer 1. Sehr schön. Schauen wir mal gleich in die Glotze gucken. Living of the Land, eine neue Folge. Hier ist eine kleine Aufzählung von Fischen, die du nur im Sommer finden kannst. Dorado, gefunden im Forest.
Also im Wald. In Waldflüssen während des Tages. Rainbow Trout, also Regenbogenforelle, gefunden im Wald, Flüssen und in den Mountain und in den Gebirgen während des Tages. Ein Kugelfisch im Ozean am frühen Nachmittag und ein Oktopus, und den man im Ozean findet während des Mornings. Fange sie, während du sie kannst. Ja, okay, das machen wir natürlich, aber noch nicht jetzt. So, was sagt das Wetter aus? Klar und sonnig. Okay, das Glück wird nicht auf unserer Seite sein. Egal. So, ein neuer Tag, ein neues Glück, Freunde. Schauen wir mal, was dieser Tag mit sich bringt. Erst einmal ein Haufen, Gießverpflichtungen. Und eine schöne kleine Hawaii-Musik. Ach ja. Das gibt doch sommerliche Gefühle, nicht wahr? Huch. So, dann machen wir erstmal die kleinen Felder hier fertig. Das große in der Mitte, das machen wir dann, am Ende. Okay. Na, komm. Gießen ja dreimal dasselbe Feld, dadurch wächst es nicht schneller. Sondern nur deine Gießkanne wird schneller leer. Großartig, verdammt so. Oh, der Baum ist fertig. Nice, Freunde, nice. Das heißt, wir können unseren ersten Tepper tatsächlich schon anbringen. Und ein kleines bisschen extra Geld verdienen. So. Jo, Freunde, das schaut doch mal ganz gut aus bisher. Moment, kann man das eigentlich wegmachen hier? Nee. Okay, schade. Würde ich sagen, bringen wir mal den Tepper an. Na, wir haben ja jetzt hier ein Dingens fertig, einen Baum. Das heißt, da können wir den Tepper dann anbringen. Hier in diesem kleinen Bäumchen hier. Oh. Hat zur Freude gleich mal einen Pinienkern fallen gelassen. In Ordnung, den können wir dann gleich mal in die Kiste schmeißen. Danke, lieber Baum. So. Ja gut. Das passt soweit. Eins, zwei. Also zwei Stück kriegen wir noch unter hier. Ich glaube, das war Mais. Aber egal. Und dann machen wir... Wo machen wir noch eins? Also hier oben geht ja leider nicht, ne? Das wissen wir schon. Hier oben geht's auch nicht. Okay, dann machen wir, schauen wir mal hier drüben vielleicht. Hier? Ja, machen wir hier noch zwei. Okay, dann gießen wir die noch schnell. Ich sehe schon kommen, dass wir die beiden hier unten, dass ich die vergessen werde. Regelmäßig. Sehe ich schon kommen. Und dann gehen die irgendwann ein und sind kaputt. Okay, wir hätten die natürlich auch aufheben können, aber das ist eine Sache natürlich, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. So, das schmeißen wir rein. Dann können wir das Ganze hier so ein bisschen sortieren. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Emmy vorbeischauen. Erstmal einkaufen natürlich. Obwohl, müssen wir das jetzt noch? Ich glaube, wir müssen das aktuell gar nicht mehr. Oh, ah, nice, Freunde. Wir haben hier die letzte, die Dingsberry. Die Spiceberry. Das heißt, wir gehen gleich dann nochmal vorbeischauen beim Community Center. Schauen wir mal. Vielleicht holen wir noch eine von diesen Berries. Dann finden wir vielleicht noch. Irgendwo in der Stadt oder so. Wäre ja nett. Und schon wieder eine Quest. Ich glaube, das hängt. Tatsächlich. Ich brauche eine Sardine
um sie an mein erschöpftes Ohr zu reiben. Bitte bring eine sobald ASAP. Sobald wie es geht, Robin. Nein. So, für solche Späße bin ich nicht zu haben. Also gehen wir erstmal mit Emmy quatschen, dann haben wir das erledigt. Und dann würde ich sagen, ja genau, dann gehen wir mal schauen, ob wir vielleicht noch eine von den... Was? Komm rein, Herr Pedonzo, ich möchte dir etwas zeigen. Oh oh. Es ist mein geheimes Hobby, welches ich seit Monaten am Üben bin. Dann setz dich zurück, relaxe und erlaube dir, ein bisschen weggetragen zu werden zu einem besseren Platz, okay? Was? Ach du großer Gott! Was? Das wird hier aber abgedrehter. Regenbogen auch noch. Ja, natürlich. Warum nicht? Ach, Leute. Ach so, Herzen. Natürlich, Herzen habe ich vergessen. Die gibt's auch noch. Oh, und was ist das? Äpfel? Was zum? Ey, Alien-Gesichter. Na klar, Alien-Gesichter. Mondsicheln. Auch. Ja, einwandfrei. Sterne. Ja, Ausrufezeichen habe ich auch gerade. Wow, ist sie erschöpft. So. Was denkst du denn? Das war sehr... Das war großartig. Das war sehr lächerlich. Sage nichts und klatsche langsam. Ach, du großer Gott. Ich weiß nicht, woher diese Referenz kommt. Aber ich weiß, sie gibt es in Borderlands 2 auch. Egal. Ich würde sagen, wir sagen, dass es großartig war. Weil ich meine, es war, sagen wir es mal so, es war auf seine Art und Weise großartig. Dass ich jetzt von allem an alles andere gesehen habe, außer das, was sie getan hat, liegt einfach daran, dass der Bildschirm voll gespammt wurde mit irgendwelchen Sinneseindrücken. Danke! Das war wirklich, das war ziemliche Arbeit. Ich habe schon lange nicht... Was? Das letzte Mal habe ich mich so verschwitzt gefühlt, als ich die... Blätter? Moment. Ja, genau. Als ich die Pepper, also Paprika-Platte... In Abigails, Abschlussfeier geordert habe. Was? Verstehe ich nicht ganz. Nun, ich denke, ich werde wohl besser mal eine Dusche nehmen. Danke fürs Zuschauen. Bitte? Wo ist mein Schmerzensgeld? Nee, so schlimm war es ja gar nicht. Wie gesagt. Ich war bloß sehr von den ganzen Sinneseindrücken ein bisschen überwältigt. Erzähl niemanden von diesem Tanz. Das war nur für deine Augen bestimmt. Ja, selbstverständlich, meine Süße. Ist doch alles klar. Ja, Chica, check mir doch alles ab. Passt doch soweit. Oh, sie geht jetzt zur Arbeit, nehme ich mal an. Hast du auch schön geduscht? Wir wollen ja nicht, dass du dann schwitzend an der Bar stehst, ne, meine Gute. So, hier könnten wir die Angel ausschmeißen, aber nee. Gerade nicht. Ich gehe mal nach links. Ne, schau mal, was hier so ist. Außer Lea. Da ist, um ehrlich zu sein, ist da einiges an wildem Essen in diesem Gebiet. Wenn du weißt, wo du schauen musst. Ja, ich weiß, wo ich schauen muss, nämlich überall. Es ist ganz einfach. Okay, nochmal ein Silbernes bekommen. Ich würde sagen, Foraging wurde gelevelt. Aber das weiß ich natürlich nicht, ne? Okay,
Jede Menge Sweet Peas. Ich möchte aber gerne mal... Oh, eine goldene noch dazu. Großartig. Da ist noch eine. Ist die auch golden? Ne, die ist normal. Oh, nochmal Mixed Seeds. Sehr schön. Ich bin immer noch am Mixed Seeds Farmen, ne? Ihr wisst ja warum. Weil man die einfach nutzen kann, um einfach ein bisschen extra Geld zu verdienen. Ohne jetzt groß Geld auszugeben. So, das haben wir alles weg. Das haben wir auch alles weg. Ja, komm, Holz schadet nicht, es extra zu haben, ne? Da wisst ihr Bescheid. So, und die da nehmen wir auch mit. Gut, waren keine Mixed Seeds drin. Schade. Schade. Ja gut, dann gucken wir mal. So. Okay, hier brauchen wir noch. Hier haben wir noch. Ich glaube, viel kriegen wir da gar nicht mehr raus, ehrlich gesagt. Schauen wir mal. Ich nehme nochmal alles mit. Wir haben ja fast alles. Und dann gucken wir mal. Also ich glaube, von diesen Bären hat es hier nichts mehr. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal einen kleinen Zwischenstopp bei uns an der Farm machen. Und dann können wir mal in die Mine gucken, ein Stückchen. Vielleicht schaffen wir... Vielleicht schaffen wir ja 5 Minenlevels. Dann könnten wir wieder den Fahrstuhl aktualisieren. Oh. Oder ich lasse mich noch von 10 anderen Dingen ablenken. Dann schaffen wir das natürlich nicht. Der Junge ist unkonzentriert. Okay, erstmal die Sachen zum Verkaufen hier reinschmeißen. Nämlich das hier. Ja, das war's. Dann hole ich mal aus der Kiste hier. Hole ich das hier mal. Und das hier mal. Ja. Und dann schmeiße ich jetzt die anderen... Moment, eins wollte ich verkaufen. Genau, eins wollte ich verkaufen, nämlich das hier. So. Und dann haue ich hier noch diese Sachen hier rein. Die Mixed Seeds passen leider nicht mehr rein, schade. Ja, und dann... Ich schmeiße schnell hier bei dem Werkzeug, schmeiße ich die Sachen hier rein. Und die Mixed Seeds. Die werden wir morgen eh verarbeiten. Müssen sogar. Und dann nehmen wir das Schwert, brauchen wir noch. Das Schwert, hier ist es. Ups, ich wollte es mitnehmen. Und dann machen wir es jetzt so. Ich tue das Schwert jetzt ins Inventar und lasse es auch im Inventar drinnen. Und dann morgen das erste, was wir machen, nach dem Gießen, erstmal mit Emmy quatschen. Und dann gehen wir hoch in die Mine. Das ist jetzt hiermit sozusagen sowas wie ein Versprechen. Das machen wir in der nächsten Folge gleich am ersten Tag. Und dann tun wir jetzt uns einfach nicht mehr jetzt groß hier rum reinstressen. Oh, eine skelettierte Hand. Sondern tun jetzt einfach mal den Tag genießen. So, ich wollte jetzt nach unten gehen. Und nämlich ins, ja, ihr wisst schon, ins, Community Center. So, hinein mit dir. Und schauen wir mal nach rechts, links. Links heißt. Hier in diesem Raum. Hier war das, glaube ich. Schau mal. Ja, hier. Zack. Zack. Und zack. Bundle complete. Sehr nice. Sehr nice. So, was kriegen wir? 30 Summer Seeds. Großartig. Okay. Ich will jetzt mal ganz kurz was gucken. Was ist hier? Exotic Foraging Bundle. Brauchen wir einmal Maple Syrup, ein Pine Tar. Okay. Brauchen wir ein bisschen was. Werden wir eine Weile brauchen dafür. Was haben wir hier? Winter Foraging Bundle? Ja, das braucht sowieso noch eine Weile. Fall Foraging Bundle auch. Was ist das? Construction Bundle. Das könnten wir eigentlich auch mal zeitnah dann tatsächlich abschließen. Dann haben wir das nämlich auch. Ich weiß nicht, was es gibt tatsächlich. Huch. Was haben wir jetzt getriggert? Oh. Was haben wir hier? Moment. Oh, Entschuldigung, ich will nicht hinten irgendwie, ja, hinten auflaufen.
So, was haben wir hier? Chefsbundle. Maple Syrup. Ein Farrentrüffel Fried Egg. Maki-Rolle. Und eine Poppy. Okay. Was haben wir hier? Futterbundle. 3 Äpfel, 10 Heu, 10 Weizen. Okay, das, die 10 Weizen könnte man eigentlich relativ bald holen. Pomegranate, Rabbit's Food, Wein und Eichen. Ihr wisst schon. Purple Mushroom, Nautilus Shell, ein Chub und eine gefrorene Geode. Farbbundle. Und natürlich ist unsere Emmy abgebildet. Roter davon, Sea Urchin, Sunflower, Red Cabbage, Aquamarine und eine Entenfeder. Ja, okay. Ist ein bisschen was wir hier haben, ein bisschen was wir machen können. Werden wir dann natürlich bei Zeiten dann auch tun. Aber was wir jetzt erstmal machen, das können wir leider nicht abgeben, nicht zum Spenden abgeben, weil der hat schon zu, glaube ich. Oder? Schauen wir mal nach, vielleicht hat er noch offen. Wäre großartig. Ist auch einer von den Leuten, die man selten irgendwie sozialisieren irgendwo sieht. Mist. Ja, hat nur bis 6 Uhr abends offen. Wir haben natürlich um 10 Minuten verpasst. Großartig. So, hier war ein bisschen Müll drin. Den nehmen wir natürlich mit. Gratis-Müll sozusagen. Genau, ich wollte mal was ganz kurzes gucken, ne? Weil wir haben ja hier, haben wir doch irgendwo... Wo ist es denn? Hier. Ach du große... Das braucht ja ganz schön viel Zeugs. Naja, das hat sogar einen Wert mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zur Farm, gehen noch einen den letzten Baum, den da noch steht, fällen. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Weil es sind schon wieder 31 Minuten. Und ich muss ja noch ein paar Folgen aufnehmen tatsächlich, ne? Also es ist ziemlich hart, da 2 Aufnahmesessions an einem Tag zu machen. Sollte ziemlich hart werden. Aber ich denke, das wird machbar sein. Ich merke, mein Mund wird fusselig, ich brauche jetzt eine kleine Pause. Muss zwischendurch ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken und die Stimme erholen. Und dann denke ich, mache ich dann an der Stelle gleich weiter. Weil jetzt bin ich gerade in einem Lauf drin, ne? Und es macht gerade so Spaß. So, genau. Dann tun wir das Schwert, habe ich versprochen, lassen wir im Inventar. Das schmeiß mal rein. Moment. Ich tue das da mal raus, dann tun wir das rein. Dann schmeiße ich die Schuhe lieber beim Werkzeug rein. Ne, weil da können sie eher hin. Und die Skeletthand, die kommt ja eh morgen weg. Das bedeutet, die schmeiße ich mal hier hin. Okay. Ja. Das passt soweit. Dann würde ich sagen, gehen wir mal schlafen. Ne, meine Freunde. Ja, auch du, Fridolin, darfst jetzt schlafen gehen. Ich schau noch mal kurz, was das Wetter sagt. Wetter, morgen ist es klar und sonnig. Okay. Gehen wir mal schlafen. Jawoll. So, wir haben ein bisschen Geld bekommen für das, was wir hier gesammelt haben. Die Sweet Peas. Okay. Ja. Es wurde gespeichert. Und deswegen würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs Mit-Dabei-Sein. Schaltet auch am Wochenende wieder ein, wenn wir dann hier weitermachen, wenn es dann losgeht. Am Tag Nummer 5 im Sommer zu dieser coolen Mucke. Und wir jetzt quasi schauen, ja, wie das Ganze jetzt sich weiter noch entwickelt. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.